Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Heute wollen wir alles machen, was wir brauchen, um den Megapeticus auf Beta zu beschwören. Wir haben den zwar schon mal auf Beta beschwört, aber damals, ja, da habe ich alles mehr oder weniger so in Einzelteilen gezeigt. Wir wollen auf jeden Fall alle drei Artefakte holen. Wenn man den auf Beta beschwören will, dann braucht man auch noch so ein paar Zusatzsachen, sogenannte Apex-Drops. Zum Beispiel Spinosaurier, Segel und Thylacoleo-Klauen. Wir werden als allererstes mal die Artefakte zusammensuchen. Das ist einmal das Artifact of the Pack. Das befindet sich in der Upper South Cave. Wenn wir kurz mal auf die Map gucken, ich habe natürlich kein GPS-Gerät dabei. Dann seht ihr den blauen Pfeil, ne? Ich drehe den jetzt mal so. Jetzt zeige ich ihn etwa dahin, wo ich hin will. Wir müssen über ein, zwei Flüsse und dann gibt es da so eine Doppelwellenlinie an Land. Das ist eine Klippe und genau da, am Fuße der Klippe, da müssen wir hin. Ich zeige euch das dann nochmal, wenn wir da sind. Wie gesagt, GPS-Gerät habe ich nie dabei. Ja? Ich fahre auch mein Auto und mein Motorrad ohne Navi. Ich finde, dass das absolut nicht notwendig ist. Und man lernt halt nie, sich irgendwo auszukennen, wenn einem immer irgendjemand sagt, wo es lang geht. Deswegen selber rausfinden. So, jetzt sehen wir auf der diese Doppellinie hier, ja, wo jetzt die Spitze vom Pfeil ist, das ist die Klippe. Und unten an der Klippe befindet sich dieser Eingang zu der Höhle. Da habe ich natürlich mein Häuschen hingestellt. Ich habe den Wolf noch dabei. Okay, gut. Nicht, dass ich ihn irgendwo abstreife aus Versehen. Hier steht irgendwo mein kleines Häuschen, wo ich ja mal die Ausstattungselemente für alle Höhlen reintun wollte, was ich nie getan habe. Da brennt immer ein Licht. Dadurch sehe ich, finde ich, die Höhle auch im Dunkeln. Es ist ziemlich bewaldet hier. Man sieht sie sonst halt kaum. So, wir legen den Wolf ab. Der Wolf ist eigentlich für alle Höhlen ganz gut geeignet. Für fast alle. Unter Wasser natürlich nicht, das ist klar. Hast du was hier drin? Nö, sehr gut. Ich friere den ein. Mir ist das jetzt schon zwei oder dreimal passiert, dass ich aus der Höhle rauskam und das Tier, was ich draußen gelassen habe, war weg. Einfach weg. Nicht weggelaufen oder weggeflogen und auch nicht irgendwie getötet worden. Es war einfach weg. Im Boden verschluckt, keine Ahnung, despawned. Ich weiß es nicht so genau. Es war einfach weg. So, das ist die Upper South Cave. Wie gesagt, das Artifact of the Pack, das kriegen wir hier raus. Das sieht so aus wie so eine kleine grüne Krone. Wir müssen uns erstmal den Weg nach unten durchfummeln irgendwie. Genau, und hier spätestens kommt ihr zum Beispiel dann mit dem Thylacoleo, glaube ich, nicht mehr durch. Oder hier spätestens. Ansonsten wäre der natürlich auch sehr gut geeignet, aber... ach ja, stimmt ja, hier sind ja auch noch Tiere. Ja, es gibt Skorpione, Fledermäuse, ich glaube, es gibt hier auch, weiß nicht, gibt es hier Megalanias? Keine Ahnung, Schlangen gibt es auf jeden Fall. Das findet ihr hier alles. Und wie gesagt, Piranhas, Krokodile, Agrobleuras! Genau, beide Rüstungen. Nicht dran gedacht. So. Ah, okay, sie hat sich einmal verspritzt und dann ist sie despawned. Oh, nicht schlecht. So, müssen wir hier durch? Nee, hier geht's nicht durch. Wir müssen da lang. Schwupp. Hier lang. So, jetzt kommen wir gleich in eine etwas größere Höhle mit so einer Ruine, durch die man auch direkt durch muss. Das ist so ein Haus. Die ist es nicht. Explorer Notes haben wir alle schon aufgemacht. Na gut, dann mache ich euch eben platt. So. Ah, nein, nicht schon wieder diese... Ich will mich von denen immer nicht treffen lassen. Ich würde gerne meine Rüstung behalten. Die ist nämlich sehr teuer. Mein Gott, ist die lang. So, hier ist endlich das Ruinenhäuschen, was ich meine. Wir gehen hier durch. Wir gehen hier die Treppe runter. Wir treffen auf Fledermäuse. So, und dann ist für uns interessant dieser Teich. Dieser Teich ist interessant. Ich werde mal kurz ins Wasser gehen, ja. Hier sind, wie gesagt, Piranhas. Hier können Sarkos drin sein.
Pfiff. So. Schöner Trick, um die Piranhas wegzukriegen. Ihr seht, ich habe keins von den Piranhas besiegt. Die sind aber trotzdem alle tot. Die sind hier die Rampe raufgeschwommen und dann einfach mal gestorben. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich mache die deswegen weg, weil es sein kann, dass wir auf dem Rückweg hier eventuell mal das Wasser berühren. Okay. Ich hoffe, das war's, was das angeht. So, jetzt ist es ein bisschen schwer zu sehen. Ich mache mal für euch Gamma 3. So, zack. Jetzt seht ihr, machen wir den Grappling Hook auf die 3. Jetzt seht ihr hier so ein kleines dreieckiges Loch. Da müsst ihr euch reingrappeln. So, am besten so irgendwie. Zack. Da oben drin befinden sich leider Tiere. Aber es geht nicht anders. Das sind nicht immer welche. Meistens sind keine da. Bam. Daneben. Tot. Noch einer. Und sogar alle Pfeile wieder bekommen. So, und hier am Ende sollte es sein. Ich hoffe, es ist auch da. Wenn man die Höhlen sehr, sehr schnell macht, gerade im Singleplay, dann sind die häufig nicht da. Aber ihr könnt hier auch einfach ein Jahrhundert warten. Es ist genau hier. Ja, genau hier ist es normalerweise. Ihr seht, es ist nicht da. Dann müssen wir eben entweder wartet ihr hier so lange, bis es wieder da ist. Es kann aber ewig dauern oder auch nie passieren. Oder ihr spawnt es euch einfach rein. Gut, wir haben die Höhle gemacht. Ich habe keine Lust hier zu warten. Ich werde mir das dann herspawnen. Traurig, aber wahr. Und ja, so bekommt ihr das Artifact of the Pack, wenn ihr es denn bekommt. Wir grappeln uns jetzt hier wieder zurück. Zack. Und siehst du, deswegen habe ich hier vorher aufgeräumt, weil wir müssen jetzt mal hier kurz übers Wasser sliden. Kann einfach sein, dass wenn hier ein Krokodil drin ist, dass es einen dann erwischt. Okay, das war Höhle Nummer 1. Wir werden als nächstes zu der Höhle auf Kano Island gehen. Wir erreichen jetzt Kano Island. Ihr seht ja, hier ist dieser Berg, an dem auch Magiga spawnen können. Da hinten ist schon der nächste Schneeberg oder der erste. Kano Island ist, wie der Name sagt, also eigentlich heißt es Death Island auf der Map. Und hier gibt es nur Fleischfresser auf dieser Insel. Also wenn ihr mal gute Rexe sucht oder überhaupt Rexe sucht, es gibt nicht jede Sorte von Fleischfresser da, aber es gibt Rexe, Kanus, Raptoren, Säbelzahnkatzen, Argentavis. Und wenn ihr eins von diesen sucht, dann findet ihr da wahrscheinlich am häufigsten eins. Ne? Es gibt nicht sehr viel Wald, man sieht die immer sofort. Also wenn ihr irgendwie eins von diesen Tieren zähmen wollt, dann am besten dort auf der Insel. Hier gibt es wie gesagt auch die Höhle. In dieser Höhle befindet sich das Artefakt des Fressers, also of the Devourer im Englischen. Und die Höhle ist eigentlich nur ein ganz, ganz tiefer Kessel. Um in die Höhle reinzukommen, also es gibt so einen kleinen Vorraum, da habe ich natürlich auch ein Häuschen reingebaut. Und dann kommt eine Unterwasserpassage und wenn ihr die hinter euch habt, dann... Ich werde aber mich hier absetzen, weil hier ist nämlich ungefährlich. Wenn ihr die hinter euch gebracht habt, dann beginnt die eigentliche Höhle. Und in dieser Höhle, da geht es eigentlich nur die ganze Zeit wie so ein Kreisel abwärts. Es gibt allerdings ein paar Punkte, an denen man springen muss. Und das ist halt der etwas kompliziertere Part an der Sache. So, wir werden den hier erst nochmal kurz hochheilen. Denn ja, ein paar von diesen Passagen, also runter ist natürlich kein Thema, aber hoch. Vor allem der allerletzte Sprung. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie bleiben viele Tiere da einfach in der Luft hängen und fallen gerade runter. Und zwar genau runter in den Spalten. Dann fällt ihr wirklich diese, keine Ahnung, 50 Meter oder wie auch immer das ist, nach unten. Und wenn ihr nicht unten rechtzeitig abspringt, dann ist euer Reittier wahrscheinlich tot. Deswegen möchte ich mir gerne von Aberration, wo wir als nächstes hingehen, einen Ravager mitbringen, weil die springen sehr, sehr gut und vor allem die springen nicht nur weit, die springen auch einfach aus dem Stand gerade nach oben. Das ist ziemlich praktisch, weil ich finde, die Säbelzahnkatze und der Wolf, die springen halt vor allem immer nach vorne, sehr, sehr weit und sehr wenig nach oben. Und deswegen ist natürlich, wenn man bergauf springt, ist es fast unmöglich, weil wenn die andere Seite höher ist als die, wo ihr abspringt, dann schafft ihr es eigentlich kaum. So, deswegen hätte ich gerne einen Ravager für diese Höhle, was natürlich auch super geeignet ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob er überall durchpasst, aber ich glaube schon, wäre zum Beispiel ein Enforcer.
Ja, mal abgesehen dafür, dass er die Wände hoch und runter klettern kann. Ihr seid also nicht unbedingt darauf angewiesen zu springen. Könnt ihr natürlich auch einen Thylakoleo mitnehmen. Der kann die Wände hochklettern. Der kriegt auch nicht so viel Fallschaden. Der Ravager kriegt ja auch so gut wie gar keinen Fallschaden. Ach ja, Skorpione gibt es ja auch. Okay. Und das sind halt alles Tiere, die sehr, sehr gut geeignet sind. An sich der Thylakoleo, der passt hier schon durch. Dadurch, dass ich jetzt da am Eingang allerdings das Häuschen gebaut habe, passt der genau dort eben nicht mehr durch. An sich ja, wenn ihr euch nicht den Weg verbaut, so wie ich das gemacht habe, dann passt man da durch. So, wir werden die jetzt hier aber nochmal beseitigen. Na kommt. Ich möchte nicht, dass ich dann hier vielleicht ganz angeschlagen rauskomme und dann das Erste, was passiert, noch einer. Ist, dass ich dann hier überfallen werde hinterrücks. So, ihr geht hier rein, wir gucken uns die ganze Sache auf der Map an. Wir sind hier ganz oben rechts, ja, das ist die Kano Island. Der Eingang ist sozusagen auf der inselabgewandten Seite. Hier ist mein kleines Haus und das Haus ist der Grund, warum ich hier mit dem Thylakoleo nicht durchpasse, obwohl er eigentlich durchpasst. Ich glaube, der passt überall durch. So, hier kommen wir zu dieser Unterwasserpassage, deswegen macht es jetzt noch keinen Sinn, die Dings anzumachen, die Fackel. Hier taucht ihr einfach ab und dann gleich wieder rechts nach oben. Rechts rum nach oben. Und dann seid ihr schon durch. Ihr braucht kein Atemgerät oder sonst irgendwas. Boah, was ist denn hier los? So, jetzt machen wir mal wieder das Licht an. Mann, Mann, Mann. So, ich hoffe, bei der Überbevölkerung ist es aber gar nicht unwahrscheinlich. Oh, da ist ein Loot. Da leuchtet doch was. Ich denke mal, hier drüben ist irgendwo ein lila Loot. Ja, bei der Überbevölkerung ist es nicht unwahrscheinlich, dass hier drin auch mal eine Megalania auftaucht. Das wäre gut, denn wir brauchen nämlich Megalania-Gift, wenn wir den Megapithecus auf Beta oder auf Alpha machen wollen. Nur wenn man ihn auf Gamma machen möchte, braucht man nichts. Und das ist der Sprung, der zurück aus irgendeinem Grund fast unmöglich ist. Und ich habe keinen Schimmer, wieso. Also ich habe da, braucht da jedes Mal 5, 6, 7 Versuche. Ich habe das auch schon mal mit einem Baryonyx gemacht. Das geht schon, man schafft es schon. Aber es ist halt leider sehr schwer. Ne, weil die halt einfach so sehr weit springen. Wenn die einfach nur mal ein Hüpferchen machen würden. Boah, was leuchtet da unten so verführerisch? So, ja, ihr könnt darüber auf der Seite runter oder einfach hier weiter und runter. Das ist egal. So, lieber ein bisschen vorsichtiger, lieber ein bisschen langsamer. Weil man nicht jeden Spalt immer sofort sieht. Die Galanias können natürlich auch an den Wänden und an der Decke hängen. Ja, also die sitzen selten auf dem Boden. Auch mal, aber eher unwahrscheinlich. Ganz schön nebelig hier. Auch ein Grund, warum man zum Beispiel viele von diesen Spalten gar nicht so richtig sieht. Das war doch mal nicht so ein ganz so übertriebener Sprung. Oh, das ist sogar ein roter Loot. Na, da kommen wir ja gleich noch vorbei. So, Käfer gibt es hier drin auch. Falls ihr Düngekäfer braucht, findet ihr die hier auch. Aber ich würde mir die lieber aus der Central Cave holen. Ist einfach nicht so gefährlich. Und vor allem mit dem Käfer in der Hand dann hier wieder hochspringen, ist nicht unmöglich so, aber muss ja nicht sein. Das ist natürlich schön. Also wenn hier ein Loot ist, dann ist ja vielleicht auch... ich muss mal das ganze Zeug hier rausschmeißen. Wenn hier Loot ist, dann ist ja vielleicht auch das Artefakt da. Das andere habe ich mir jetzt besorgt. Ja, ihr seht es hier in meinem Inventar. So sieht das Artefakt des Rudels aus, was wir uns vorher geholt haben. Oder auch nicht geholt haben, weil es halt nicht da war, wo es hätte sein sollen. So, hier kann man noch vorbeilaufen. Am besten immer schön mit dem Rücken zur Wand. Die Fledermäuse, ja, ich bewege mich jetzt nicht. Ihr seht, die schubsen. Und wenn ihr nicht mit dem Rücken zur Wand steht, sondern zum Abgrund, dann schubsen die euch auch runter. Und das wollt ihr nicht. Glaubt mir. Ist der jetzt tot? Ich habe da irgendwie nicht den Eindruck. Hep. So, aber schubsen kann ich auch. Kommt jetzt noch einer? Nee. Was haben wir hier? Eine Pelzmütze. Ja, kann sein, dass es hier auch ein bisschen kälter wird. Dann ist sie gar nicht so schlecht. Ein Blueprint für einen überragenden Terranodon-Sattel, auch nicht verkehrt. Ich brauche aber einen Blueprint für einen überragenden Rex-Sattel oder Alo-Sattel oder Tirizino-Sattel oder Megatherium-Sattel. Das ist das, was ich wirklich brauche. Alles andere brauche ich nicht. Werdet ihr hier drin aber nicht finden, nur in der Sumpfhöhle. So.
Wir haben es gleich. Wir sind gleich unten. Da unten, wo es so lila leuchtet und wabert. Dieses Hologramm, was da wabert. Da ist es. Ich hatte den Eindruck, wenn ihr von weiter oben runterfallt und ihr fallt auch diese Stalagmiten, dann bekommt ihr irgendwie mehr Schaden, habe ich den Eindruck. Also sie spießen euch richtig auf. So, das Artefakt ist da in dieser Ruine. Nicht jedes Tier, was ihr hier mit runternehmt, passt durch den Eingang von der Ruine. Der Thylacoleo zum Beispiel nicht, aber der kann natürlich oben drüber klettern. Ich habe jetzt leider keine Megalania gesehen. Manchmal laufen die auch hier unten rum. Ansonsten ist besonders gut, wie ich finde, hier auf die Island die Lower South Cave geeignet. In die müsst ihr rein, wenn ihr... da sind noch welche. In die müsst ihr rein, wenn ihr für Megapithic... für die Spinne, für die Brutmutter, die Artefakte sammelt. Da ist eins davon in der Lower South Cave. Guten Tag! Da ist ein Käfer. Da ist aber auch noch eine Fledermaus. Den Käfer können wir leben lassen, der tut uns nichts. Ist hier noch irgendjemand? Nö. Okay. Und zack, Artefakt Nummer 2. Und jetzt brauchen wir nur noch das Artefakt of the Brute. Das ist, wie gesagt, in der Unterwasserhöhle und zwar in der, die beim Sumpfbiom ist. Also Sumpf gibt es natürlich an vielen Stellen, aber es gibt nur an einer Stelle direkt am Meer Sumpf. Also da grenzt der Sumpf ans Meer ran. Und dort bekommt ihr das Artefakt of the Brute. Das ist die... Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, es ist die etwas schwierigere Unterwasserhöhle. Ne, hier wollen wir gar nicht lang. Wir wollen ja nach oben. So, wir kommen jetzt hier an die Höhle. Das seht ihr daran, dass hier diese Kelpwälder sind. Wir befinden uns nicht da, wo ich erst dachte, also nicht am Sumpf, sondern genau auf der anderen Seite gegenüber. Ja, wir sind am roten Obelisken vorbei. Diese Lichter, die ihr da hinten seht, das sind die Lichter vom roten Obelisken, auch wenn man sie jetzt natürlich nicht rot sieht. Hier befindet sich das Artefakt of the Brute. Das auf der anderen Seite ist eben, ja, das andere, weiß ich nicht, der List oder sonst was gewesen, keine Ahnung. Das hier ist die leichtere von beiden Höhlen. Das ist allerdings natürlich die, die von meiner Base aus ein bisschen weiter entfernt ist. Deswegen wir jetzt eine ganze Weile hier mit dem Basilio gebraucht haben, ist genau auf der anderen Seite von der Map von meiner Base aus gesehen. So, wir müssen mit dem Basilio jetzt leider etwas tiefer abtauchen. Das heißt, er bekommt ein bisschen Schaden. Und da haben wir einen Liopleurodon direkt am Eingang. Den können wir mal schnell verbeißen. Wenn er Schaden kriegt, haut er nämlich ab. War zumindest immer so. Interessant. Doch, weg ist er. So, sonst noch irgendjemand, der mir hier die Flucht verleidet? Nein. Gut. Wir gehen jetzt hier rein. Wir werden uns Schritt für Schritt oder Flossenschlag für Flossenschlag vorarbeiten. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Megalodons hier drin. Es gibt auch Plesiosaurier, es gibt auch Mosasaur, es gibt Tusoteutes. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ihr hier mit dem Basilio reingeht, weil er sich von den Tusos ja nicht greifen lässt. Da sind schon die ersten Megalodons. Und es gibt natürlich auch Quallen und Elektrophorus hier drin und auch deswegen ist es gut, den Basilio mitzunehmen, denn der ist immun gegen dieses ganze Stromzeug. Ja, da kommen schon mehr. Der eine, der steckt zwar noch in der Wand. Es gibt hier auch Alpha-Varianten, sowohl vom Mosasaur als auch vom Megalodon habe ich schon welche hier drin gesehen. Die Tiere können in der Höhle, wenn ich weiß es jetzt nicht so genau, hier auch höhere Level haben, also in der anderen auf jeden Fall. Das sind eigentlich ganz gute Spots, wenn man Unterwasser-Loot haben will. Es gibt auch dunkle Osteos. Die greifen euch ja wirklich nur an, mehr oder weniger, wenn ihr sie schon berührt. Ihr solltet das bleiben lassen, die anzugreifen. Die sind sehr, sehr schwer zu töten, weil sie gut gepanzert sind. Das sind Knochenfische. Und die machen aber auch sehr viel Schaden. Irgendwas ist da oben auch noch gewesen. Ist das schon eine Alpha gewesen? Irgendwie ist da hinten was Rotes. Lachse, wie ihr seht, gibt es hier. Na, da oben an der Decke. Irgendwas schlängelt da. Ja, das ist der Schwanz von einem Mosasaur, würde ich sagen. Lachse ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, weil die nämlich eure Ausdauer kaputt machen.
Und ihr werdet hier drin sowieso jede Menge Ausdauer brauchen. Deswegen schön einer nach dem anderen. Was ist das hier für einer? Das ist bestimmt auch noch ein Alpha, der ist rot. Nach oben bitte. Ja, der steckt aber irgendwo im Felsen. Man sieht ihn nicht so wirklich. So, ich schwimme jetzt hier mal kurz ein, zwei Spots ab, wo ich auch Loot vermute. Also hier zum Beispiel ist irgendwo Loot häufig. Ah, und da ist auch schon das Artefakt. Und da ist auch ein blauer Loot. Na gut, leider nur blau, aber auch in den Unterwasserhöhlen in den blauen Loots können Rex oder Therizino-Sättel drin sein. Wir räumen hier aber auf. Ja, das Orangene hier, das ist das Artefakt. Ich schwimme hier erstmal die Runde. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht absitzen und dann hier von irgendwas überrascht werden. Ihr seht, was hier sich alles noch im Boden und in den Wänden verbirgt. Häufig halt auch Ammoniten. Ja, auch bei den Lachsen am besten in Bewegung bleiben. Die schwimmen nicht an euren Kopf. Die schwimmen irgendwo ins Zentrum von Basilo und verschwinden dann da zur Hälfte drin. Ihr werdet die nicht wieder los. Schade, dass die hier alle nicht rückwärts schwimmen können. Ah, da kommt sogar noch ein Hai aus dem Fußboden. Manta. Na, das hätte uns jetzt alles zum Verhängnis werden können, wären wir hier abgestiegen. Bin mir nicht ganz sicher, ob hier auch an Land Sachen spawnen können. Also Loots meine ich. Das weiß ich nicht. Mal kurz. Ich sehe jetzt zumindest nichts, was darauf hindeutet. So, ich mache erstmal hier den Loot auf. Ist noch was da? Ich glaube nicht. Tja, Plesio-Sattel. Warum hätte das jetzt kein Rex-Sattel sein können? So, hier ist das Artefakt. Das ist sehr zuverlässig. Das ist wirklich eigentlich immer da. Ich glaube, ich habe das noch nie hier nicht gefunden. Ja, und dann geht es wieder raus aus der Höhle. Jetzt brauchen wir nur noch diese ganzen Apex-Drops. Ich bin jetzt mit dem U-Tyrannus unterwegs und wir versuchen noch Spino-Segel zu bekommen, Thylacoleo-Clown zu bekommen und ich habe auch noch einen im Kryopod eingeschlossenen, ach ist egal, welche Level die jetzt haben, wir haben ja einen, in einem Kryopod eingeschlossenen Wolf dabei, wieder die Blue. Und wenn wir zur, welche war es, die Lower South Cave kommen, da werde ich mich jetzt mehr oder weniger hinbewegen, hier in den Flüssen entlang. Dann werden wir mit Bluder nochmal reingehen und mal gucken, ob wir vielleicht noch die ein oder andere Megalania von dort bekommen. So, hier gleich gibt es irgendwo eine Passage, da bin ich schon öfter angefallen worden. Hier, wenn man hier durchgeht, manchmal hängt hier oben irgendwo eine. Da hängt doch auch eine, da seht ihr sie. Was hat sie für ein Level? Oh nee, nee, die müssen wir eigentlich zähmen. Ach scheiße. Vielleicht können wir die umgehen. Müssen uns das nur merken. Wenn ich wieder rausgehe. Komm, stirb. Ah, sehr gut. Da haben wir eine. Welches Level hast du? Nein, das ist ja die. Nein, 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 die nehmen wir nicht. Das ist meine gute. Ich bin schon wieder am Ausgang. Die will ich nicht töten. Ja, aber jetzt kommt sie natürlich. Mist. Oder sagen wir, es ist uns jetzt egal. Ah, komm. Dann ist es eben wurscht. Töten wir die eben. Wir holen uns auf Extinction welche. Da krabbeln die auch. Da ist noch einer. Mist. Welches Level hast du? Ja, du bist 12. Ich bin noch vorher an dir vorbeigegangen. Hättest du nicht einfach mal zuerst kommen können? Ich sag ja, man sieht die halt einfach häufig nicht. Der scheint es nicht aufgesammelt zu haben. Einmal, zwei,
Und nochmal zwei. Das sind vier. Ich glaube, ein oder zwei hatte ich noch. Ach, so ein Mist. So, nächster Spino voraus. Level 20 sollte also nicht so ein Problem sein. Bam. Sehr schön. Ja, es gibt immer so die gleichen Spots, wo die dann auftauchen. Super, aufgegessen, alles klar. Ja, immer die Flüsse hoch und runter. Wo sind die nächsten? Ich denke mal, wir werden mehr oder weniger einmal das Redwood umranden. Ich glaube, hier unten kommt eigentlich keiner mehr, aber man weiß ja nie. Ja, einmal so ringsrum ums Redwood, dann sollten wir genug haben. Insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, zwei Spinosee. Der erste hat uns keins gegeben. Wir haben jetzt nur eins, aber wir haben ja am Anfang schon einen besiegt. Oder der hatte eine Tasche fallen lassen, die ich nie aufgehoben habe. Das kann ja auch immer sein. So, wir haben einen Tulaculeo gefunden. Glücklicherweise ist der jetzt hier schon auf dem Boden. Zack, und wir haben zwei Krallen von ihm bekommen. Sehr gut. Eine habe ich noch zu Hause, das heißt, ich brauche nur noch einen. Spinosäge habe ich inzwischen genug. Und dann wollen wir mal hoffen, dass uns hier gleich noch einer über den Weg läuft. Am besten ohne uns anzuspringen. So, da hängt er. Da werden wir dann mal ran schleichen. Und ich hoffe, der sieht mich von hier nicht schon. Die springen nicht nur nach vorne, leider. So, Pfeile drauf. Absteigen. 5. Ne. Ne, wir müssen näher ran. Wackel nicht so. Ha, hab ich dich. Die Morpho dann erwischt. Und den Tulaculeo. Super. Dann nichts wie raus hier. Und am besten gleich noch den Megapithecus auf Beta hinterher. Ich bin jetzt hier. Ja, die alles stehen hier alle. Das Schwein, der Jutyrannus. Ich habe dem auch nochmal einen guten Sattel gegeben. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Wir packen mal rein. Ich hoffe, ich habe mich nicht irgendwo verkalkuliert. Nee, habe ich nicht. So, zack, schwupp, alles weg, was wir gerade erwirtschaftet haben. So schnell kann das gehen. Hey, der Jutyrannus hat ein Level. Auch nicht schlecht. So, ich steige erstmal ab. Ich hoffe, die kommen alle mit. Sollten sie. So, alle sind erstmal passiv. Und ja, dann werden wir mal den Affen auf Beta machen. Wir haben das in der Konstellation hier schon mal geschafft. Bei einigen war es sehr knapp, aber wir hatten eigentlich keinen verloren. Deswegen hoffe ich, dass sie das jetzt wieder schaffen, ohne dass wir einen verlieren. Und ja, wir werden sehen. Ist er? Der steht schon da vorne an der Tür. Wir können ihn ja einfach mal hierher locken. Hallo Affe. Hallo Affe. Ja. So, Freunde. Dann, alle folgen. Schön hier nach hinten in die Ecke. Es ist sonst immer so gefährlich mit dem Loch, was da vorne ist. Und dann kommen noch ein Stück weiter. So, und dann alle anbrüllen. Der einzige Unterschied, den ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe dem Schwein alle alten Kibbel ins Inventar getan. Also alle Dodo-Kibbel, alle Lystro-Kibbel und so weiter und so weiter. Angeblich kann man die immer noch mitbenutzen und die würden wohl genauso gut funktionieren wie die neuen Kibbel. Ich habe aber auch schon von anderen gehört, dass das nicht so ist und dass die Effektivität runtergehen soll. Vielleicht war das ein Bug, den sie inzwischen behoben haben, ich weiß es nicht. Ja. Deswegen, wo laufen denn die kleinen Äpfchen da hinten alle hin? Deswegen habe ich dem die gegeben. Wenn das Schwein natürlich Kibbel frisst, ja, die stellen, ich weiß nicht, 80 Nahrung auf einmal wieder her oder sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass der deswegen länger heilen kann. Ich meine, beim letzten Mal wären wir ungefähr bis zur... Nee, heilt er jetzt schon nicht mehr? Ich weiß es nicht.
Normalerweise steht das ja dann da. Kacke. Na, ich glaube, da heilt jetzt schon nicht mehr. Aber vielleicht jetzt doch, da heilt er wieder. Ja, vielleicht frisst er halt immer was, ne? Stellt seine Nahrung auf, wieder her. Nee. Warum hast du es denn so unbedingt auf mich abgesehen? Ah, lass dich. Nee. Ihr sollt auf den gehen. Es ist ganz gut, wenn die sich immer mal ein bisschen bewegen. Denn, ja, dann trifft er halt nicht immer die gleichen, ne? So, ihr seht ja, der ganze Kritikus hier gegen mich, also der hier hinten an meinem Hinterteil sitzt, der macht nur 6 Schaden, weil ich halt jetzt diesen super Sattel habe. Guck mal, das Schwein heilt immer noch. Das ist super mit den Kibbeln. Das ist eine total geniale Idee gewesen. Beim letzten Mal hat er ungefähr bei der Hälfte aufgehört zu heilen und hat auch nicht wieder angefangen zu heilen. Der heilt immer noch. Ihr seht ja ab und zu mal diese grünen Wellen. Absolut hervorragend. Bam! Und tot. Juhu! Danke, Freunde. Ich nehme mir mal hier... Ich weiß, ich habe den schon... interessanterweise ist bei den... So, du darfst jetzt aufhören mit heilen. Oder heilst du überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Egal. Ja, interessanterweise werden die Bosse als Haut so dargestellt, wie sie als Standard, also als Gamma aussehen. Nicht, wie sie als Beta oder Alpha aussehen. Das finde ich schade. Weil ihr seht ja, der hier ist eigentlich schon eine ganze Ecke dunkler. Und wenn wir den bei uns ausstellen, dann ist er aber trotzdem weiß mit lila Füßen. Das ist mir beim letzten Mal aufgefallen. Habe ich eigentlich im Inventar alles? Ja, also 120 kriegt man normalerweise nicht. Das liegt daran, dass ich das hochgestellt habe. Die sehen nicht richtig super aus hier, die Alus. Die sind schon ganz schön blutig, aber... Plöpp. ja, die sind ganz schön blutig, aber dennoch muss ich sagen... Ging's ja. So, dann werde ich die hier sortieren. Das hat jetzt wirklich alles lange genug gedauert. Das war also die Vorbereitung für den Megapithecus auf Beta inklusive Megapithecus Fight auf Beta. Wir gucken uns jetzt nochmal unsere Explorer Notes an. Und wir sind bei Rockwell, also 22 hatte ich glaube ich, 23 vielleicht. Was haben wir hier? Oh ja, es kommt mir nicht bekannt vor. Ich gucke mal kurz, ob ich die 22 wirklich hatte. Ja, hatte ich. Gut, dann sind wir tatsächlich bei der 23. Das sieht nach Unterwasser aus. Der Blubber hier. Nach langem Überlegen habe ich mich dazu entschlossen, das Angebot von Mr. Nerva anzunehmen. Zugegeben, nicht viele Stämme mögen die New Legion, aber war Karl der Große bei seinen Feinden beliebt? Wenn ich meine Studien fortsetzen will, muss ich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Als Teil unserer Vereinbarung werde ich für einige Zeit mit Mr. Nerva reisen, um die Obelisken zu studieren. Die New Legion muss zuvor einige kleinere Angelegenheiten mit anderen Stämmen klären. Ich habe mein Anwesen verlassen. Isabel trägt jetzt dafür die Verantwortung und wird sich exzellent darum kümmern. Da bin ich mir sicher. Also dann, auf zu neuen Grenzen. Ausgezeichnet. Ja, wunderbar. Soweit dazu. Wir hätten also noch 1, 2, 3, 4, 5, 6... Das heißt, Alpha-Spinne, Alpha-Drache, Beta-Spinne, Beta-Drache, Beta-Höhle und 3 weitere Folgen. Okay, cool. Und dann wollen wir nach Aberration. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, dass an dieser Folge die Stelle zu Ende ist. Nee, an dieser Stelle die Folge zu Ende ist. So rum wird ein Schuh draus. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Ihr könnt mich auch nach wie vor auf dem Cluster-Server besuchen. Die IP-Adressen für alle Maps findet ihr unten. Ihr könnt von einer zur anderen reisen, kein Problem. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.